Willi Cotney hat einen neuen Trainer. Er hat Bauer. Unmittelbar nach Pfingsten haben die beiden das Training aufgenommen. Nicht ganz freiwillig ist der zweifache Bronzemedaillengewinner in die alte Wirkungsstätte des Max von Laue zurückgekehrt. Als Willi im Mai nach Koblenz kam, um sich für Olympia vorzubereiten, hat er gleich in dieser Halle mit dem Training begonnen. Und zwar mit einem hier in Koblenz unter Vertrag stehenden Trainer. Das war lange im Vorfeld abgesprochen und später wurde es auch noch durch einen Vertrag zwischen dem Fechterbund und Willi Cotney schriftlich fixiert. Alles schien also in trockenen Tüchern. Doch dann gab es plötzlich Sperrfeuer, und zwar von einem Lehrer, der gleichzeitig ein hoher Sportfunktionär ist. Er meinte, Willi könnte zur Konkurrenz für deutsche Fechter werden. Mit Schreiben an den Fechterbund und direktem psychologischen Druck auf den Trainer wollte er verhindern, dass das Training fortgesetzt wird. Das gelang ihm, und zwar, weil Willi ganz einfach sagte, nee, ich will nicht, dass dieser Trainer Schwierigkeiten bekommt, und er wechselte dann sofort zu Erhard Bauer. Als hätte der Junge nicht schon genug zu stemmen. Ein dilettantischer thailändischer Fechtverband ohne Geld, 2 Jahre Trainingsrückstand durch die Tsunami-Aufbauhilfe und jetzt auch noch Knüppel zwischen die Beine von seinem früheren Lehrer. Als Seiteneinsteiger ist Bauer sicherlich nicht die erste Wahl, doch die beiden haben beschlossen und jetzt erst recht. Vor allem für Erhard Bauer kam die Bitte von Willi wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ja, das war eine sehr große Überraschung vom Willi. Dennoch bin ich sehr erfreut darüber, da ich ja die ganze Jugendzeit von Willi als Co-Trainer von Eberhard Mehl begleitet habe. Das heißt, in der Ausbildung im Kraftraum, die Kontrolle der Freigefechte oder auch Wettkampfbetreuung. Gleich die erste Lektion machte deutlich, Bauer steht in der Tradition des kurz nach Olympia verstorbenen Trainers Eberhard Mehl. Ja, das sehe ich als der wichtigste Punkt. Weil wenn er jetzt einen neuen Trainer hätte, der mit ihm die falschen Schwerpunkte trainiert, dann kommt er jetzt in seiner Aktions- oder im Selbstbewusstsein durcheinander. Er muss so weitergeführt werden, wie er das von Eberhard Mehl damals ausgebildet wurde. Und da muss man wissen, was er kann. Und das kann am besten einer, der von Anfang an immer dabei war. Da auch sein thailändischer Trainer Somkit Pongyu Mehl-Schüler ist, wird es keinen Bruch im Trainingsrhythmus geben. Nur ein Problem ist augenfällig. Erhard Bauer hat nicht genügend Kondition, einen Hochleistungssportler zu trainieren. Wasser und Brot stehen deshalb in Zukunft öfter mal auf dem Speiseplan. Ja, ich hätte gerne 3 Monate vorher gewusst, dass der Willi mit mir trainiert, weil der trainierte Sportler braucht auch einen trainierten Trainer. Und im Moment habe ich ein bisschen Übergewicht, aber ich verspreche, in 5 Monaten habe ich 20 Kilo weniger. 3 habe ich jetzt in 14 Tagen schon geschafft. Und dann ist der Ansporn für mich und für den Schüler, den Fechter natürlich auch den Ansporn, dem Trainer nachzumachen und auch fleißig zu sein. Die Folterkammer im Max-von-Laue-Gymnasium ist unverändert. Und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn nicht auch der alte Geist noch drinnen wohnen würde.